Welcome back, Party People! Oder so ähnlich. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Etappe der Saudi-Tour. Was für ein weirder Start in diese Folge, nicht wahr? Heute geht's von Wadi Nama Park nach Al-Musahimiya King Saud University. Ja? Wenn ihr wollt, dass aus eurem Kind was wird, dann schickt es dorthin. Keine Ahnung, ich kenne die Universität nicht. 137 Kilometer stehen auf dem Programm. Es ist etwas hügelig, damit also die schwerste Etappe der Saudi-Tour, die ansonsten komplett flach ist. Top-Favoriten sind Mathieu van der Poel, natürlich auch Jasper Stuyven ist mit dabei und Alberto Bettiol haben wir unter anderem. Ich gehe gerade die anderen Favoriten hier nochmal kurz durch, dass ihr die Werte seht. Ne? Wurden mir herangetragen, dass ich das doch bitte machen soll. Also hier, das sind die Top-Favoriten auf der heutigen Etappe. Und ja, schauen wir mal, was wir heute ausrichten können. Wir haben Daniel Biedermann dabei, wir haben Ali Ibrahim dabei, dem schulde ich ja noch was, zumindest habe ich mir das oft sagen lassen. Fabio Jakobsen ist mit dabei, auch der eventuell, wenn er über die Hügel kommt, vielleicht jemand fürs Finale. Ich frage mich halt wirklich, also das Spiel sagt ja, es ist eine hügelige Etappe. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, denn für mich sehen diese Anstiege jetzt nicht so krass aus. Und noch dazu sieht es so aus, als wären die nicht... Ja, wobei es sind nur 137 Kilometer, das darf man nicht vergessen, ne? Es sind nur 137 Kilometer, also könnte es sein, dass der letzte Anstieg tatsächlich nur so 20 Kilometer vom Ziel ist oder so. Ja, das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich sein. So, da sind wir also am Stadorino. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Also, wir haben hier, boah, das sind schon heftige Anstiege, ne? Das sind schon heftige Anstiege. Kilometer 113 ist dieser Sprint. Das heißt, der Anstieg ist natürlich genau davor. Von 113 sind es noch, wenn ich rechnen kann, 24 Kilometer bis ins Ziel. Das ist natürlich, also für einen Solo-Angriff ist es zu weit. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Für eine Solo-Attacke ist es zu krass. Ist es auch. So, wir schicken mal die beiden Jungs, Ibrahim und Zahiri, in die Spitzengruppe. Ansonsten Biedermann heute. Auf jeden Fall jemand, auf den wir aufpassen können. Und natürlich auch Sam Omen. Bei Jakobsen, sage ich euch ganz ehrlich, erwarte ich heute nichts, denn der Junge kann halt wirklich nicht mit Steigungen umgehen. Also gehe ich einfach davon aus, dass Fabio Jakobsen heute ein unauffälliges Rennen fahren wird. So, Attacke zweifach gleich von Austria Cars, beziehungsweise von C. Clerc natürlich. Zahiri versucht's, kommt aber nicht so wirklich weg, oder? Ah, wobei, jetzt kommen sie doch ein bisschen weg, schauen wir mal. Und Ibrahim ist mit dabei, also zwei Attacken aus unserem Team. Gleich mal vom Start weg. Das klappt aber nur so bedingt. Ein Stannard versucht uns da wieder einzuholen. Und das gelingt ihm letzten Endes auch. Also nochmal neue Attacke von Zahiri. Der jetzt nochmal versucht wegzukommen. Aber das klappt nicht. Also warten wir mal kurz. Lassen unsere beiden Jungs nochmal Energie tanken. Zumindest ein wenig. Und vorne greift Mugisha an. Die nächste Attacke also während diesem Rennen. Wir probieren es auch nochmal. Nochmal Abdrachim Zahiri mit der Attacke. Aber der ist einfach nicht in der Lage, glaube ich. Der ist heute einfach nicht in der Lage, körperlich, da mitzugehen. Jetzt ist es Harakat aus Marokko, der angreift. Und also nächste Attacke jetzt von Al-Ali Ibrahim. Schauen wir mal, ob wir ihn jetzt wegkriegen. Ah, jetzt sieht es zumindest mal besser aus. Zahiri bleibt erstmal hinten im Feld. Also Ibrahim ist jetzt mit dabei. Das sieht jetzt gut aus. Könnte sein, dass er damit vom Feld erstmal wegkommt. Schauen wir mal, wo unsere Kapitäne sind. Die sind hier hinten, das passt. Also ist okay. So, ganz vorne also Mugisha aus Ruanda, dann Ibrahim, Oyarzun aus Chile und Harakat aus Marokko. Dahinter noch Abu, ebenfalls Marokkaner, und dann versucht Christopher Halvorsen gemeinsam mit Michi Scher und Sascha Modolo die Gruppen
wieder einzuholen, die hier wegfahren. Offenbar hat die Mannschaft Education First, genauso wie IPC in Phoenix und auch CCC, noch was vor auf dieser Etappe, wie es scheint. Tempo wird jedenfalls erhöht, aber selbst wenn die Gruppe nochmal eingeholt werden sollte, Zahiri ist mittlerweile wieder so gut drauf, dass ich ihm eine weitere Attacke zutrauen würde. So, und dann schauen wir uns das Ganze doch nochmal an. Also das ist das Profil. Das hier sind die Schlusskilometer, also es ist definitiv nicht mehr weit vom letzten Anstieg bis ins Ziel. Aber wie gesagt, eine Solo-Attacke oder sowas, das wäre doch ein bisschen zu krass, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas dann durchkäme. So, das Feld macht unfassbar viel Tempo. Galdune ist hier wieder mit dabei. Der Sieger der Tropicala, Missa Bongo. Ja, und heute kann es auf jeden Fall die erste Etappe werden, bei der kein Sprinter gewinnt. Man kann natürlich trotzdem auch einen Sprinter gewinnen, da kann man sich nie sicher sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest hoch, dass heute mal kein Sprinter gewinnt. Bislang ja die Etappensiege allesamt an die Sprinter gegangen. Wir hatten Matteo Trentin, Alex Christoph und Davide Ballerini mit Etappensiegen, also wie gesagt, alles Sprinter. So, das ist Taco van der Hoorn. Und wir haben zum Glück zum richtigen Zeitpunkt angegriffen. Jetzt sind wir hier mit Van Goethem vorne. Und man muss sagen, das Feld jagt uns nur so hinterher. Ist das vielleicht die Sprintwertung, weswegen die so Gas geben? Das kann natürlich auch sein. So, Al-Ibrahim hat auch gleich keine Kraft mehr. Also das geht gerade richtig in die Reserven. Dieser Ausweichversuch. Und weitere Attacken folgen hier. Von unter anderem Taco van der Hoorn. So, Ibrahim, der ist jetzt erstmal platt. Jetzt geht es hier natürlich auch nochmal einen Berg hoch. Das hilft nicht gerade. Und damit ist Al-Ali Ibrahim eingeholt, ne? Der Meister aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kann da nichts mehr zulegen. Und das heißt, wir attackieren nochmal mit Abderrahim Zahiri an diesem Anstieg. Das kommt ihm entgegen, ist ja ein ganz guter Bergfahrer. So, dann gucken wir doch mal, ob er wegkommt. Sieht im ersten Moment ganz gut aus. Ibrahim ist halt jetzt platt. So, Zahiri kommt erstmal weg, aber Halvorsen gibt da alles, um ihn wieder einzuholen. Also ich verstehe nicht ganz, was für eine Mission Halvorsen hier hat. Aber offenbar ist der hier der große Aufpasser des kompletten Feldes oder so. Na, jetzt gehen hier auch Lücken auf, unter anderem Sam Omen abgehängt. Aber gut, 100 Kilometer vor dem Ziel mache ich mir da jetzt mal nicht das Höschen nass. Die werden schon wieder zusammenrollen, da bin ich mir doch ziemlich sicher. So, naja, dann gucken wir mal. Großartiger Seitenwind ist ja heute auch nicht. Also auch das kann nicht der Grund sein, warum das Tempo so hoch ist. Schlichtweg, ich weiß es einfach nicht. So, Biedermann haben wir hier. Der wird ja beschützt von Liu, dem chinesischen Meister. Und hier hinten haben wir jetzt wirklich ein bisschen Probleme. Also Sam Omen ist abgehängt. Das finde ich nicht gut. Das finde ich ja ehrlich gesagt nicht gut. Müssen wir jetzt doch jetzt mal reagieren. Bislang hier nur, was ist das für eine Mannschaft? Bislang nur die Skoll, Adrian Nionschutti, Cycling Academy vorne. Weiß nicht so? Ja. Und jetzt versuchen wir hier auch nochmal hinterher zu fahren, weil es kann ja nicht sein, dass wir hier abgehängt werden. Mit unserem Kapitän auch noch. Das ist ein Problem. 53 Fahrer sind noch vorne. Und das Tempo ist, wie gesagt, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, sehr, sehr hoch. Al-Ali Ibrahim probiert jetzt nochmal Getränke zu holen fürs Team. Ich meine, wir könnten damit leben, aber das Ding ist, also in der Gesamtwertung wäre es ein Schritt zurück. Ich meine, wir sind ja in der Gesamtwertung gar nicht mal so gut platziert, wie ich dachte. Aber heute wäre halt die Attacke, die Etappe, wo Sam Omen mal was zeigen könnte eventuell. So, nächsten Attacken vorne. Wieder ist es Education First, die hinterherfahren. Ich weiß gar nicht für wen. Vielleicht für Alberto Bettiol oder für Sergio Higuita. Das kann natürlich auch sein, dass der heute zum großen Rundumschlag ausholen will.
Das Ding ist, wie gesagt, wir können natürlich auch sagen, okay, dann ist es jetzt halt so, dann fällt Sam Omen halt zurück. Das ist durchaus eine Option, die wir haben. Wir könnten das machen. Möchte ich aber eigentlich nicht, weil Sam Omen doch nochmal eine ganz gute Nummer ist fürs Finale, die man lieber mit dabei haben möchte. Also mir geht es zumindest so. Und das Ding ist jetzt, klar, wenn jetzt hier ein Christoph, ein Trentin, ein Thunderpool, wenn die alle in der Gruppe da hinten wären, dann würde ich auch kein Tempo machen. Dann würde ich natürlich sagen, ey, geil, die sind alle abgehängt. Nice Sache. Aber es ist ja nicht der Fall, ne? Also der Einzige, der hier hinten jetzt so aus dem ersten Blick heraus wirklich abgehängt ist, ist Sam Omen. Und das ist nicht Sinn der Sache. Fabio Jakobs ist natürlich auch jemand, der im Finale vielleicht nochmal eine Rolle spielen kann, wenn er die Hügel übersteht. Deshalb gefällt mir es nicht davon. So, Duplois und Araujo heißt er, der Angole. Angolese. Haben es jetzt versucht, werden aber auch wieder eingeholt. Und Araujo, das war eine risikoreiche Attacke, denn der Mann ist führender in der Nachwuchswertung. Also der hat jetzt richtig viel Kraft verballert. Für prinzipiell nix und wieder nix. Halte ich doch für etwas übertrieben. Aber gut, Sebastian Lange fällt jetzt vorne. Also wie schon gesagt, ich weiß nicht ganz genau, was die Education First Mannschaft hier vorhat. Aber sie wollen offenbar das Rennen sehr, sehr schwer machen. Bislang ist ihnen das auch gut gelungen. So, und kaum ist Education First nicht mehr vorne, geht's Tempo runter und es gibt die Attacke von Taco van der Hoorn, zumindest kurz. Jetzt versucht's mal wieder Abderrahim Zahiri. Warum auch nicht? Der Mann aus Marokko mit seiner nächsten Attacke hat es heute ja schon ein paar Mal probiert. Aber auch Guillaume van Kersburg fährt uns da hinterher. Also auch die CCC-Mannschaft auf einer ähnlichen Mission unterwegs. Wie ja zuvor schon Team Education First. So, unsere Jungs sind wieder drin. Allesamt wieder im Hauptfeld angekommen. Das ist doch sehr schön. Also Team C-Clerc wieder gemeinschaftlich im Feld unterwegs. Und wir versuchen nochmal eine Attacke. Diesmal mit Al-Ali Ibrahim, dem Meister der Vereinigten Arabischen Emirate. Und da versuchen gleich einige hinterher zu fahren. Das ist ja der Wahnsinn. Und diesmal scheint es so, als würde das Feld nicht direkt nachfahren. Das sieht sogar ganz gut aus. Munyaneza wieder mit dran. Der Meister aus Ruanda. Ist das so? Ich glaube schon, oder? Sehen die Trikots einfach nur so aus? Warte mal, das muss ich gerade mal prüfen. Nee, die Trikots sehen einfach nur so aus, weil es ein Team aus Ruanda ist. Sorry. Möchte hier dem Meister des Landes Ruanda auch nicht hier in seinen Titel bestreiten. Van Goethem und Taco van der Hoorn sind also vorne. Das sind vier Fahrer und die kommen auch direkt weg. Jetzt kommt aber wieder der heilige Zorn des Halforsen. Auch Cher und Modolo sind wieder mit dabei. Also die typischen drei, die schon vorhin die ganze Zeit versucht haben, uns einzuholen. Sind es wieder mal. Eieiei. Wird also nochmal ein schwieriger Ausreißversuch für die hier vorne. Mit Al-Ali Ibrahim. Mein Gott, die Etappe heute ist echt extrem umkämpft. Hätte ich so nicht erwartet. Zumindest nicht so früh im Rennen. Ich hätte eigentlich gedacht, bei den Hügeln, okay, wenn es da Tempoverschärfung gibt, ja. Sehe ich, fühle ich, ja, kein Ding. Aber dass das hier schon so früh abgeht, hätte ich nicht gedacht. So, die Ausreißer sind jetzt drin im Anstieg. Im Anstieg Nummer 1. Und auch hier hinten im Feld müssen wir uns jetzt mal mit dem Anstieg so ein bisschen befassen. Aber das sieht eigentlich alles sehr, sehr gut aus bislang. Auch Jakobsen sollte hier drüber kommen. Omen muss mal wieder ein bisschen seine Kraft chillen. Der ist einfach zu stark. So, Al-Ali Ibrahim, über den kann man es gerade nicht sagen. Ausreißer wieder eingeholt in diesem Moment. Und Zahiri versucht es erneut mit einer Attacke am Anstieg. Schön. Kommt erstmal gut weg. Das sieht schon mal gut aus. Aber es ist natürlich weit bis ins Ziel, ne? Das muss man auch sagen. Mosca versucht die Attacke jetzt zu kontern. Okay, also Biedermann und Omen sind schon mal super über den Hügel drüber gekommen. Und Jakobsen macht das auch zumindest mal okay. Okay kann man es nennen.
So, Abdrachim Zahiri, jetzt der Ausreißer hier, ganz alleine gegen den Rest des Feldes. Die Sprintwertung wird er sich holen, aber dann wird wohl Schluss sein, wie es hier aussieht. Oder? Ja, jetzt haben sie kurz nochmal rausgenommen. Aber Mosca, Jacopo Mosca ist er, glaube ich, holt ihn hier ein. Schade drum. So, Zahiri kann gleich nochmal ein bisschen Tempoarbeit machen, wenn wir schon dabei sind, ne? Ein Hügel kommt nochmal. Also nochmal dieser Anstieg. Aber wie gesagt, dann geht es noch relativ lang bis ins Ziel. Also vorbei ist die Etappe dann noch lange nicht. So, Ibrahim kann ja nochmal Getränke holen gehen. Vorbei ist die Etappe dann also noch lange nicht. Was ist das hier eigentlich für eine Architektur? Sehr zu hinterfragen. Naja, wie dem auch sei. So, Ibrahim versucht nochmal Getränke zu holen, wie gesagt. Jakobsen auf einmal wieder mit dabei, sehr schön. Zeigt sich hier gleich mal vorne. Aber ich glaube nicht, dass Jakobsen heute der Mann ist, auf den wir uns fokussieren sollten. So, und Alali Ibrahim versucht jetzt die Getränke nach vorne zu bringen. Also, schauen wir mal, was das hier im Finale gibt. Unsere Jungs sind gerade gut platziert, aber das muss ja nicht für ewig so sein. So, jetzt geht es wieder die Straße runter. Und dann also ein letztes Mal diesen Anstieg hinauf. Hoffe, dass Ibrahim das mit den Getränken bis dahin hinbekommen hat. Das wäre ganz schön. Wenn nicht, brauchen wir einen Plan B. Wie der aussieht, weiß ich gerade noch nicht. Aber da kommt er. Sehr gut. Stark mal wieder unsere Tempomaschine Al-Ali Ibrahim. Man kennt ihn. Ist einfach ein starker Rennfahrer, muss ich sagen. Also, hätte ich damals nicht erwartet, wenn man so guckt, was er zu Skydive Dubai-Zeiten halt noch für Werte hatte. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige gewesen, der ihm das nicht zugetraut hätte. Aber er hat sich wirklich prächtig gemacht. So, und dann starten wir mal wieder einen unserer berühmt-berüchtigten, aber auch beliebten Züge. Ist natürlich nicht die Rede von einem Faschingsumzug oder so, sondern von einem klassischen Bergauf-Sprintzug, wenn man so möchte. So, 27 Kilometer, also wie gesagt, das kommt hin, sind über 20 Kilometer von hier aus bis ins Ziel. Zhu Jinliu soll jetzt mal richtig schön reinhämmern, denn er kann das. Und jetzt gucken wir mal, aber Biedermann hat echt Probleme hier. Biedermann auf jeden Fall mit Problemen. Jakobsen, kannst vergessen. Jakobsen fällt da direkt zurück und Biedermann jetzt auch mit Problemen. Ja, okay, macht aber nichts, macht aber nichts. Darf sich ruhig nochmal rausnehmen. So. Okay, dann versuchen wir es mal. Zu dritt sind wir jetzt vorne weg. Dann sollen es die dreimal versuchen. Mit gemeinsamer Tempoarbeit. Aber das, ja, es klappt nicht wirklich. Das dachte ich mir schon, dass das so einfach nicht wird. Aber Jakobsen und Biedermann sind zumindest mal in der ersten Gruppe über den Anstieg gekommen. Das ist doch schon mal sehr gut. Ich verstehe jetzt auch gar nicht, wieso die ganze Zeit Liu vorne ist. Wenn der doch offenkundig gerade der Schwächste aus der Gruppe ist. Da gibt doch gar keinen Sinn. 22 Kilometer noch bis ins Ziel. Wir probieren hier mal was. Warum denn nicht? Wenn es klappt, dann ist geil. Wenn es nicht klappt, dann war es halt nichts. Mein Gott, dann ist es halt so. Was haben wir zu verlieren, ne? Was haben wir zu verlieren, Leute? So. Alle Führungsarbeit. Und Omen führt jetzt die Gruppe an. Aber nicht mehr viel Vorsprung für unsere Ausreißergruppe hier. Im C-Clerc Mannschaftszeitfahren Trainingscamp hier. 19 Kilometer noch bis ins Ziel. Ja, aber die werden eingeholt. Patrick Bevan tut da jetzt noch sein Übriges. Und dann war es das. Also Gruppe wieder eingeholt. Schade drum. Wir haben mal was probiert. Warum nicht?
Wir haben mal was probiert. Aber geklappt hat es leider nicht. So, Biedermann und Co. wieder vorne dabei. Auch Jakobsen zeigt sich hier erstaunlich gut bislang. Ups, das wollte ich gar nicht. So, einfach ganz entspannt ein hohes Tempo fahren. Kein überhohes. Das hat hier leider nicht funktioniert. 15 Kilometer noch bis ins Ziel. Wenn wir Glück haben, können sich Biedermann und Jakobsen jetzt noch mal so ein bisschen erholen. Es sind Lücken aufgegangen. Frage, ist hier hinten jemand, den es sich lohnt abzuhängen? Thwaites habe ich gesehen. Wie ist der drauf? Naja, ist nichts Besonderes. Stari haben wir abgehängt. Ist aber auch nicht so wichtig eigentlich. Aber niemanden von Interesse, sag ich mal. Also Trentin ist natürlich noch drin. Christoph, Ballerini. Ja, Van der Poel brauchen wir gar nicht fragen. Ja, natürlich ist er noch mit drin. Okay. Also lohnt sich jetzt nicht hier auf Krampf, diese 34 Mann große Spitzengruppe noch am Leben zu halten. Liu kann ja nochmal eine Attacke probieren, wenn hier niemand sonst Tempo macht. Dann versucht halt Liu selbst. Van Hocke versucht jetzt hinterher zu gehen. Und so Jin Liu vorne, unser Chinese. 10 Kilometer Marke für ihn. Unser chinesischer Meister natürlich. Nicht nur Chinese, sondern auch Meister seines Landes. Aber das ist zu viel. Also das schafft er nicht. Zu anstrengend dieses Unterfangen. Und jetzt die Mannschaft Ineos vorne. Versucht jetzt mal diese ganzen Attacken von uns zu unterbinden, indem man hier ein bisschen Tempo macht. Ich weiß nicht, wen Ineos dabei hat für einen Sprint, aber offenbar sind sie ja sehr zuversichtlich. Er wird es nicht sein. Vielleicht Dylan van Baarle. Der muss sich aber sehr gut fühlen. Wenn er denkt, er kann es hier mit dem Besten aufnehmen. Also, das wäre schon was. So. Dann bereiten wir unseren Sprintzug vor. Der naturgemäß jetzt ein bisschen kleiner ausfällt als sonst, aber es sind auch noch 5 Kilometer. Adolf Westertaler kann jetzt mal links raus. Sehr gut. Der wird jetzt hier der erste Mann sein. Biedermann. Der darf hinter Jakobsen bleiben. Ist okay. Und Jakobsen bleibt hinter Omen. Jawohl. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Okay. Geht wieder. Alles klar. So, Sam Omen wird hier einfach mal zum Sprintzug, zum Anfahrer degradiert. Mal ganz spontan. Jetzt nicht mehr viele Kilometer. Noch 1,8, 1,6. Ballerini meint, jetzt ist schon der richtige Zeitpunkt, loszusprinten. Wir tun es jetzt. Und Biedermann fährt jetzt los. Also Jakobsen ganz vorn dabei, aber dem geht jetzt die Kraft aus. Und Biedermann auf der anderen Seite hat zu viel Kraft. Also wieder richtig dich reingeschissen. Oh Mann, ey. Und es ist keine Etappe, die anders läuft als sonst. Es ist wieder mal ein Sprinter, der gewinnt. Christoph holt sich seinen zweiten Etappensieg. Also das Finale wirklich nicht gut. Wirklich nicht gut, ey. Jakobsen war zu früh im Wind und Biedermann war zu spät im Wind. Was soll man dazu noch sagen, ey? Schade. Ich meine, klar, gegen den Christoph kann man schon verlieren, aber einen Sprint gegen Higuita und gegen den Van Baarle zu verlieren, ist halt schon eine andere Ausnummer. Also mal Dritter hätten wir heute schon werden können. Naja. Wir sind ein offensives Rennen gefahren heute. Versucht, das Rennen schwer zu machen an den Anstiegen. Aber so einfach war es dann leider nicht. So, wir werden gleich mit Sicherheit den Sprint auch nochmal aus einer anderen Perspektive sehen, nämlich von vorne. Da sind wir also links die Austria-Cars, beziehungsweise natürlich Sinclair-Jungs. Also mit Fabio Jakobsen. Da sah es am Anfang gut aus und Biedermann kam dann leider nicht mehr so recht raus. Ja, kam einfach nicht in Tritt. Kam einfach nicht richtig in Tritt. Und damit war es das leider. Hier nochmal Alexander Christoph.
zu sehen. Am Hinterrad von Matteo Trentin. Das ist also der Sprint. Da ging es los und da hat man auch schön gesehen, wie er einfach Biedermann stehen gelassen hat. Das ist dann halt schon ein klasse Unterschied. Wobei Biedermann hier nochmal kam mit der 32. Naja. Glückwunsch also an Alexander Christoph. Er gewinnt zum zweiten Mal eine Etappe bei dieser Saudi-Tour. Zweiter wird Davide Ballerini. Dritter Sean Bennett. Dann Van Baarle, Iguita, Bettiol, Van Avermaet, Biedermann, Jakobsen und Mathieu van der Poel. Die heutigen Top 10 dieser Etappe. Damit auch jetzt die Gesamtwertung in der Führung von Alexander Christoph. 8 Sekunden hat er Vorsprung auf Davide Ballerini und Matteo Trentin. Vierter bleibt Bruno Araujo aus Angola und fünfter Toni Martin aus Deutschland. Von uns keiner unter den Top 10. Ja, Punktewertung führt jetzt auch Alexander Christoph vor Davide Ballerini, dritter Matteo Trentin. Muss man sagen, ganz enges Match zwischen den ersten beiden. Also da wird es auf der letzten Etappe nochmal um den Sieg in dieser Wertung gehen. Könnte also spannend werden, dieses Finale. Nachwuchswertung führt weiterhin also Bruno Araujo an, der Mann aus Angola, vor Mathieu van der Poel und Fabio Jakobsen. Und in der Teamwertung Circus, Wontigobert vor Ineos und Elkov Kasper. Das ist also die Top 3 dieser Teamwertung. Wird am Ende also auf eine zeitgleiche Teamwertung hinauslaufen, wie es aussieht. Jakobsen 11. in der Gesamtwertung, auch das ganz ordentlich. Nicht mal schlecht. Naja. Saudi Tour ist bislang nicht unser Rennen. Vielleicht können wir am letzten Tag noch was reißen. Ich fürchte aber, das gestaltet sich einfach als schwierig. Ja. Ist halt einfach so. So, als nächstes sehen wir uns was an. Fragen wir uns. Ich vermute mal, genau, Étoile de Bézèges, Etappe 4. So mehr oder weniger flach mit einem kleinen Anstieg am Ende. Ganz klein. Und wir gucken uns mal kurz die E-Mails an, die reinkamen. Die Zukunft. Zapura Cycling hat bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem von Sayuti Zahid geleiteten Team bis 2023 verlängert wird. Okay. Und auch das Team kriegt eine Verlängerung. Und dann haben wir Ergebnisse von den Zeitvermeisterschaften aus Südafrika. Stefan de Bont vom NTT-Team hat diese also gewonnen. 23 Jahre jung. Stark, stark, stark. GG an der Stelle. Er ist also neuer südafrikanischer Zeitvermeister vor J. Robert Thompson. Eieiei, dass der immer noch aktiv ist. War damals schon bei unserem NTN Kubeka Let's Play unterwegs. Und dritter wird Brandon Davis von Oliver's Real Food Cycling. Nee, Racing. Interessant. Interessant, interessant. Luis Mathias wird Sechster bei dieser Meisterschaft. Auch das interessant. So, und Madouar fühlt sich nicht wohl. Das ist nicht schön. Ist also offenbar ein bisschen angeschlagen, ein bisschen krank. Naja, und wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder zum Étoile de Bézèges. Da brauchen wir Madouar eigentlich noch, denn ich glaube, er ist unser Bester in der Gesamtwertung. Ne, ist er gar nicht. Sala ist das. Okay, okay, okay. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wie gesagt, zum Étoile de Bézèges. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao, sagt euer Fritte.